Für Kolumbien scheint 2021 eines der gewaltreichsten Jahre seit langem zu werden. Laut unabhängigen Beobachtern wurde bislang alle 4 Tage ein Mord an Bürgervertretern, Aktivisten oder ehemaligen Guerillakämpfern verübt. Kritiker aus der Zivilgesellschaft werfen der Regierung vor, sich bei ihrer Reaktion zu sehr auf das Militär zu stützen. Man habe gehofft, dass die Regierung umfassende Maßnahmen gegen alle Ursachen der Gewalt treffen würde und nicht nur eine Stärkung des Militärs, so dieser Sprecher einer Anwaltsvereinigung. Es gehe auch um die Verbesserung der sozialen Verhältnisse einer verarmten Bevölkerung. Auch sei das wirtschaftliche Stadt-Land-Gefälle ein großes Problem. Tan fuerte que hay con las ciudades más importantes de Colombia. 2016 richtete die EU einen Hilfsfonds für Kolumbien ein, in dem fast 130 Millionen Euro für ländliche Entwicklungsprojekte, die Wiedereingliederung von Guerillakämpfern sowie Hilfen für Opfer und Ureinwohner vorgesehen waren. Uno de los objetivos que también tiene la Unión Europea es Die EU habe sich zum Ziel gesetzt, die strukturellen Probleme des kolumbianischen Staates anzugehen, vor allem die der Sicherheit, die eine Mitursache für die jahrzehntelange Krise des Landes seien, sagt der spanische Sozialist Javi López. Kolumbien sei nur ein teilweise funktionierender Staat, der politisch motivierte Morde erst möglich mache. O los graves problemas que están teniendo los excombatientes con números alarmantes sobre sus asesinatos. Doch die unter Druck geratene Regierung verteidigt sich und ihre Politik. Hemos hecho una planeación muy detallada. Man habe detaillierte Planungen vorgenommen, um so viele Probleme zu lösen, die eigentlich schon vor Jahrzehnten hätten gelöst werden müssen, so der Präsidentenberater Emilio Archila. Und man produziere Ergebnisse. 2019 hatte ein Teil der FARC die Wiederbewaffnung angekündigt, da eine Armutsbekämpfung und ein Ende der Verfolgung von ehemaligen FARC-Mitgliedern trotz Zusagen nicht eingehalten worden seien.